Brichst du auf gen Ithaka, wünsch dir eine lange Fahrt, voller Abenteuer und Erkenntnisse. Die Lästrigonen und Zyklopen, den zornigen Poseidon fürchte nicht, solcherlei wirst du auf deiner Fahrt nie finden. Wenn dein Denken hochgespannt, wenn edle Regung deinen Geist und Körper anrührt. Den Lästrigonen und Zyklopen, dem wütenden Poseidon wirst du nicht begegnen, falls du sie nicht in deiner Seele mit dir trägst, falls deine Seele sie nicht vor dir aufbaut. Wünsch dir eine lange Fahrt. Der Sommermorgen möchten viele sein, da du, mit welcher Freude und Zufriedenheit, in nie zuvor gesehene Häfen einfährst. Halte ein bei den Handelsplätzen der Phönizier und erwirb die schönen Waren, Perlmutter und Korallen, Bernstein, Ebenholz und erregende Essenzen aller Art. So reichlich du vermagst erregende Essenzen. Besuche viele Städte in Ägypten, damit du von den Eingeweihten lernst und wieder lernst. Immer halte Ithaka im Sinn. Dort anzukommen ist dir vorbestimmt. Doch beeile nur nicht deine Reise. Besser ist, sie dauere viele Jahre. Und alt geworden, lege auf der Insel an, reich an dem, was du auf deiner Fahrt gewannst. Und hoffe nicht, dass Ithaka dir Reichtum gebe. Ithaka gab dir eine schöne Reise. Du wärest ohne es nicht auf die Fahrt gegangen. Nun hat es dir nichts mehr zu geben. Auch wenn es sich dir ärmlich zeigt, Ithaka betrog dich nicht. So weise wie du wurdest, in solchem Maße erfahren, wirst du ohne dies verstanden haben, was die Ithakas dieser Welt bedeuten. Ja, Konstantinos Kavafis, Ithaka, und er schreibt dieses Gedicht über die Odyssee. Oder sagen wir, dieses Gedicht wurde mehr oder weniger für Odysseus geschrieben, der nach dem Trojanischen Krieg nach Ithaka zurückkehren will, zu Herd, Heim und Familie. Die Frau wartet seit langen Jahren, aber irgendwie passiert ein Unglück nach dem anderen und er schafft es irgendwie nicht, nach Hause zu kommen. Er hat Probleme mit einem Zyklopen und dann mit Poseidon, die Sirenen, irgendwas war da noch mit der Unterwelt. Aber was Kavafis hier sagen will, ist, der Weg ist das Ziel. Und das hat auch schon Konfuzius gesagt. Und Kinga, weißt du, kannst du dem irgendwas hinzufügen? Nur wer sein Ziel kennt, findet einen Weg. Nur wer sein Ziel kennt, findet einen Weg. Das ist, glaube ich, Epiktet. Epiktet. Konfuzius hat gesagt, der Weg ist das Ziel. Epiktet sagt, nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Und wir haben hier einen Herrn Ernst Ferstel, der sagt, wer kein Ziel vor Augen hat, kann keinen Weg hinter sich bringen. Das, ja. Aber wie geht man am besten einen Weg? Ich glaube, am besten mit Achtsamkeit. Und das ist das Thema morgen. Und ihr könnt hier unter die Kommentare eure Gedanken so, der Weg ist das Ziel, geben, aufschreiben. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Und vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, schön, dass ihr da wart. Und ja, und danke auch an Soran für die wunderschöne Musik im Hintergrund. Schönen Abend wünsche ich. Und ich muss jetzt los, der Weg ist das Ziel.